So, willkommen zurück. Da sind wir schon wieder. Bin gar nicht so weit gelaufen. Ist gar nichts passiert. Ich bin nur zweimal um die Kurve gelaufen. Deswegen essen wir jetzt noch mal kurz was. Ja, hier sind wir jetzt am Strom. Deswegen zacke ich hier drauf und jetzt bewegen wir uns Richtung Elevator. Aufzug natürlich. Und dann müssen wir nämlich erstmal hier hin. Und mit unserem. Wow, aua. Mit unserem gefundenen Klebeband das Ding hier fixen. Und dann. Dachte ich eigentlich, dass es sich ausschaltet. Das hat es jetzt nicht. Bedeutet, ich muss noch irgendwas anderes tun. Ah, nein, nein, nein. Okay, die Tür ist aufgegangen. So, hier ist der Aufzug. Hier geht es nach Tangaroa noch rum. Hier kann es sein, dass ich hier vielleicht reinkomme. Der Elevator ist auch noch nicht funktionstüchtig. Also ich muss noch irgendwas machen. Hier zum Beispiel eine Bananenstaude fällen. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ah, hier hinten. Okay. So, Klebeband. Und jetzt? Ach, kommt schon, Leute. Was muss ich noch machen? Ich habe doch jetzt Klebeband reingemacht. Jetzt müsste doch eigentlich. Ah, es ist die Tür aufgegangen. Okay, verstehe. Jetzt müssen wir da noch was machen. Ich bin der Meinung, das ist etwas umfangreicher wie noch vor dem letzten Update. Da musste man nicht ganz so viel kleben. So, die Erdbeeren, Klebeband. Oh, endlich geschafft. Strom ist aus. Dann farmen wir das hier noch voll. Und dann begeben wir uns gemütlich Richtung Aufzug. Erdbeeren bitte auch. Die Bananenstaude voll. Dann hat man doch das ganze Klebeband. Moment, ich habe noch ein bisschen Klebeband übrig, glaube ich, gell? Ja, 4 Stück hätte ich noch übrig, aber dann hat man doch mehr gebraucht. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, man braucht noch 3. Aber man braucht dann doch mehr. So, okay, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles, gell? Ja, diesen ganzen kleinen Krusch brauchen wir nicht. Jetzt ist nämlich der Aufzug normalerweise grün. Ja, genau so ist es. Hier gibt es nichts Großartiges mehr. Oder? Nein. Ein bisschen Plastik. Ah, doch, ein Plan. Was haben wir Schönes? Elektrischer Reiniger. Elektrischer Reiniger. Machen wir erstmal den Shortcut hier auf, glaube ich. Nein, doch nicht. Schade. Elektrischer Reiniger. Abwasserreiniger. Ja, herrlich. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Das Ding hatte ich gebaut. Kostet, glaube ich, einiges an Titan. So, hier geht es Richtung Lording Bay. Und hier geht es jetzt nach oben. Dann fahren wir mal nach oben. Wir fahren jetzt nach oben, weil 0 ist da, wo diese Snackautomaten sind. Da brauchen wir gar nicht raus. Wir fahren jetzt ganz nach oben. Ah, doch. Wusste ich es doch. Was heißt, wusste ich doch? Ich wusste es nicht. Aber dann bin ich, glaube ich, jetzt da. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt diese eine Seilrutsche aufs andere Gebäude nehmen. Hier ist wieder so ein Kollege. Danke.
Ah, das ist ja, das ist Party, die Party Location hier. War das Weihnachten oder hat hier jemand Geburtstag gehabt? Ich meine, von Luftballons her hatte Geburtstag gehabt, aber die Geschenke sehen eher nach Weihnachten aus. Hier kann man aber nichts nehmen. War ich jetzt hier nur, um die Ratte zu töten? Na gut, in den Schubladen ist was drin. Metallpfeil und Überreste. Juhu. Ja, in den Schränken ist einfach nie was. Ah, nein, doch. Nur Flaschen. Okay. Ja, hier bin ich jetzt auf dem großen Balkon. Genau, jetzt müsste ich oben aufs Dach kommen. Ich erinnere mich wieder dunkel. Zwei Drogen ist gleich, sehr schön. Da hinten ist noch ein dritter. Kann man auch so machen können. So, hier geht es jetzt die offizielle Treppe nach oben in den VIP-Bereich. Moment, wir schauen uns hier kurz um. Nichts. Ist klar. Ist echt so ein bisschen so der Exklusivclub. Ist jetzt der Wartebereich hier. Und hier geht es jetzt auch ein kaputtes Fenster nach draußen. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich richtig. Wo muss ich jetzt hier hin? Nein, ich muss weiter nach oben. So. Und jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte. Genau. So. Jetzt können wir nämlich da rüber rutschen. Und nach unten fallen. Weil es nämlich hier eine Kiste gibt. Habe ich natürlich gewusst. Man hier irgendwie geschickt wieder hin. Aber man kommt zumindest hier wieder hoch. Das muss irgendwas bedeuten. Sonst würde es keinen großartigen Sinn machen. Ja, man kann jetzt hier rüberlaufen. Und auf dieses Dach hier drauf. Und auf diesem Dach gab es, glaube ich, nichts. Jetzt bin ich nur auf dem falschen Gebäude. Ja, das ist jetzt recht tricky. Also wir müssen es nochmal probieren. Aber Moment. Von dem Dach. Achso, hier runter. Ja, klar. Hier runter. Ach, das war die Geschichte hier. Ja, ich erinnere mich. Und wir hüpfen jetzt hier runter, macht hier eh nichts. Okay. Dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich befürchte auch nicht zum letzten Mal. Und das einzige Gute ist, der Aufzug hier funktioniert jetzt und wir können hier entlang. Nein, wir können hier nicht entlang. Wäre ich intelligenterweise bei Null ausgestiegen, dann könnte ich es. Verdammt. Na gut, ich hätte auch natürlich meine Stirnlampe ausziehen können, dann wäre sie jetzt nicht so komplett geschröpft. Ja. Komm, wir ziehen sie mal aus. Es war dunkel, aber ich weiß jetzt, wo es lang geht. Hier ist ja jetzt kein Strom mehr. Hier geht's lang. Ich glaube, diesmal steige ich mal null aus, damit ich die Tür aufmachen kann. Damit ich im Falle des Absturzes wieder schneller nach oben kann. Ich weiß nicht, ob ich mich gegen die Wand glitschen lassen muss.
weiß es nicht mehr. Halt. 0, 0, 0, bitte. 0! Muss ich wieder nach unten fahren. Verdammt! Null bitte. Da kann man natürlich auch seine Zeit verschwenden. Sind 10 Minuten um. 20 habe ich noch, um die Folge zu beenden. So. Nein, ich komme hier raus. Ich komme gar nicht mit rum. Ach, ich muss. Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier offen. Das ist wichtig. Bin gar nicht im Turm, natürlich nicht. Nämlich, wieso soll ich auch im Turm sein, wenn ich in diesem Gebäude rauskomme? Völliger Denkfehler gerade. Sorry, Leute. Ja. Natürlich nicht. Ich muss ja jetzt hier rüber zum Turm kommen. So, also, lass mich jetzt mal dagegen klitschen. Na, so einfach geht's. So, jetzt sind wir hier. Haben hier wieder eine Ratte. Warum sind ja eigentlich nur noch die Lilanen hier? Können dann nicht mal die Grauen wiederkommen, die einfach zu töten sind? Mit nur zwei Pfeilen kaputt gehen. So, jetzt sind wir hier im exklusiven Robinson Club oder wie man das nennt. So, hier ist das Treppenhaus. Ja, gibt es hier noch was zu finden? Ich glaube schon, hier muss doch bestimmt noch irgendwelche Tokens oder sowas geben. Machen wir mal die Tische kurz ab. Nein, nein, nein. Okay, hier kommt man nicht nach unten, sondern nur nach oben. Hier geht es noch weiter nach oben. Wir gucken mal trotzdem mal hier kurz rein. Ich muss das gerade mal alles kurz scannen. Da ist einer. Immerhin mal einer. Okay. Nochmal ein Stockwerk nach oben. Es geht noch weiter. Nicht. So, nächstes Stopp. G1 geht es noch nach oben. Okay. So, eine Kiste. Bolzen, Kupfer, Kupfer, Metall. Nein, nein. Ich weiß, ich habe schon zum Wiederholen. Ich wiederhole mich gern. Hier gibt es kein Titan mehr. In diesen Zufallskoffern. So, hier oben ist eine schöne Theke. Sehr schön ist es hier ja schon. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man in diesen exklusiven Club hier reinkommt. So wie man da ursprünglich mal reingekommen ist. So, jetzt muss hier natürlich irgendwo eine zerdepperte Scheibe sein, zu der wir raus können. Hier. So, Seilrutsche benutzen. Hier springe ich aber jetzt. So, ich bin soeben 500 Meter auf Errungenschaft freigeschalten. 500 Meter mit der Seilrutsche gerutscht. So, jetzt sind wir auf dem Turm. Laufen wir hier einmal im Kreis. Ob es irgendwas zu entdecken gibt. Nein, dann gehen wir mal die Treppe nach oben, die Leiter nach oben. Das ist auch nicht so für die nicht schwindelfrei. So vor allem, man wer designt sowas, so eine, keine Ahnung, 30, 40 Meter hohe Treppe ohne Sicherungsring, ohne gar nichts. Dann passiert nämlich genau sowas wie mir gerade. Nur dass im richtigen Leben natürlich nicht so lustig wäre. Na, hallo? So. So. Jetzt noch weiter nach oben oder sind wir jetzt da? Hm?
So, Aufzug. Zwei bitte. So, hier gebe ich jetzt den Co. Oh, hier gibt es einen Bauplan. Was war denn das? Großes Lager. Und der Hinweis. So, ich weiß, den kann ich aufnehmen, aber ich kann ihn auch hier schon mal lesen. Wir nehmen ihn auf. So. Verdammt, okay, Burger. Das ist Arcade. Also Arcade war, dann ist das die 4, Burger ist die 8, Desert Barber ist die 1 und Floating Fashion ist die 3. 4813 müsste dann der Code sein, wenn ich jetzt richtig lag. Genau, schmeißen wir weg. Brauchen wir nicht mehr. So, so. Hier. 8, 1, 3. Okay, es war richtig. Da unten ist es gelandet. Und da müssen wir jetzt hin. Also im Prinzip sind wir jetzt tatsächlich mit Tangaroa durch. Das Einzige, was es jetzt noch zu tun gibt, ist mit den vorhandenen Tokens irgendwas zu kaufen. Irgendwelche sinnlosen Dinge zu kaufen. Also die 0 bitte. Anything hostile. Yes, they're still just chanting. Yes, sir, I am armed. But if I may speak freely, we are able to use the water cannons if. Yes, sir. No, sir. Tuli says shoot to wound. So, hier wurde geschossen. So, herzlich willkommen. Wir haben 15 Tokens. 15 sind 8 plus 7. Es ist natürlich jetzt wieder dunkel. Ich hätte aber gern das Radio. Aufnehmen. Und sonst brauche ich, glaube ich, nur noch das. Kann ich das Klavier mitnehmen? So, Pflanzen als Deko brauche ich nicht. Bilder als Deko ist jetzt auch nicht unbedingt so meins. Bin ich so der Deko-Freak. Was zu essen brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Eine neue Flasche oder einen Becher auch nicht. Haben wir hauen es auf den Kopf. So, oh, Errungenschaft freigeschalten. Ich habe 30 Tokens ausgegeben. So, jetzt haben wir noch einen übrig. Für einen kriegen wir. Die kosten alle zwei. Ne, hier. Oh, ein Becher Wasser kostet eins. Haben wir hier. Und dann lassen wir uns halt auch noch eine Pflanze raus. Hier. Eine Tangaroa-Pflanze. Gut. So, dann sind wir hier durch. Dann hüpfen wir ins Boot. Muss nur kurz wieder suchen. Da mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ziemlich so weit verfolgt. So, also zurück zum Floß. Hier müssen wir hin. Zufälligerweise gerade gesehen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit dann. Wenn wir jetzt so ein kleines Beiboot hätten. Ah, doch, ist doch. So, auf der anderen Seite.
dachte jetzt schon, hier wäre unser Ausgang, aber dem ist nicht so, dann ist es erst der nächste. Da müssen wir hin, da kriegen wir dann den Hinweis auf die nächste Insel oder was auch immer. Und ab diesem Zeitpunkt ist es für mich auch ein neues Spiel. Ich freue mich. Lass mich überraschen. Verdammt. Hätte ich nur einfach drei Schritte in die andere Richtung gehen müssen. Ne? Bedeutet, von unserem Boot aus müsste ich eigentlich nur 3 Meter nach links fahren. Ja, hier ist es nämlich. Wir sind jetzt fast einmal komplett rumgelaufen. Oder? Ja, natürlich. Wenn einfach in die andere Richtung laufen müssen, dann hätten wir uns den ganzen Weg sparen können. So. Juhu. Oh, ups, vorbeigesprungen. Das freut den Hai. So, haha, war schneller. So, gut. 21 Minuten, ja gut, das passt. Wir müssten jetzt eigentlich theoretisch praktisch die Motoren einschalten und den Motor einschalten und da kurz nach oben. Ja, sag mal, was ist denn los? Wieder einmal nach oben, danke. So, einmal hier einschlagen und dann den Anker lösen. Dann müsste ich mich eigentlich so am Boot entlang schwabbern können. Hoffentlich. Ja, es klappt. So mit Hilfe des Wellengangs. Eigentlich klappt es nicht. Es klappt nicht. Es klappt überhaupt nicht. Ich muss die Motoren auf rückwärts stellen. So. Ich glaube, einer hätte gereicht. Mal, jetzt bin ich wirklich langsam zu dämlich. So. So. Und jetzt kann ich wieder vorwärts fahren. So. Jetzt müssen wir Adam Riese da vorne um die Ecke rum das Ding kommen. An dessen gönne ich mir. Soll ich mir die. Nee, ich gönne mir eine Banane. Davon habe ich genügend. Bringt jetzt auch nicht so mega viel, muss ich gestehen. Also man sieht's. Muss ich gar nicht gestehen, sondern man sieht's. Wir fahren auch, finde ich, relativ langsam. Hier muss ich ein bisschen weiter rüber. So, damit wir auch um Tangaroa rumfahren. So, das ist natürlich jetzt nicht besonders spannend, ich nehme euch trotzdem mit, damit ich das nicht allein erleben muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel von diesen Ausgängs. Ah, da hinten ist es, da hinten ist es, da hinten ist es. Da, man sieht's. Okay. So, deswegen etwas rüber wieder. So, dann noch etwas weiter rüber. Ja, nicht so weit rüber. Ich will doch nicht gegen Tangaroa fahren. So. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, was hier passiert ist, die das Spiel nicht gespielt haben und sich das jetzt gerade auch nicht zusammengereimt haben. Symptom, wo wir waren, das da vorne ist die Spitze.
Die wurde quasi mit Eingabe des Codes, das war so ein Notevakuierungscode, als wir den eingegeben haben, wurde die Spitze weggesprengt und somit ist die Kommandozentrale hier im Wasser gelandet, was gleichzeitig so eine Art Rettungsboot ist. Notfälle und da halten wir eben jetzt kurz an. Gibt es eine Leiter nach oben, da müssen wir rein und da finden wir dann eben den Hinweis, wo es als nächstes hingeht. Und ich habe es jetzt schon 37 Mal gesagt, ich sage es noch ein 38. und letztes Mal. Das war die letzte Station, also hier hat das Spiel, der Storyteil des Spiels, vor dem Full Release aufgehört. Also in der Early Access Phase war das der letzte Teil, den es gab. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie Sau, wenn ich meine Flasche hier gefüllt kriegen würde. So, Motor aus. Bin ich gespannt, wie Sau, wie es jetzt weitergeht. So, hier könnte man mal nachfüllen bei Gelegenheit. Das kann man. 10, 9, 10, 3. Okay, ich muss mal leeren. Aber erst muss ich mich mal leeren, um Gottes Willen. Ja, ich bin voll. Okay. So. Dann machen wir das Ganze doch mal. Moment, das werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Moment, wir haben ja jede Menge Früchte. Das bedeutet, hier habe ich doch schon. Hab ich doch schon was. Klasse. Bananensamen. Die schmeißen wir selbstverständlich in unsere Samenkiste rein. Genau. Dann schmeißen wir hier alles, was das betrifft, rein. Hier oben alles, was das betrifft. Haben wir hier auch was? Nein. Ich habe unverständlicherweise ein paar Palmenblätter. So, die Pläne, genau, da können wir gleich mal forschen. So, Titan, ja, haben wir schon erforscht. Elektrische Reinigung, kann ein Wasserrohr angeschlossen werden. Großes Lager. Also rein theoretisch und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ist es jetzt möglich, dass ich die Bewässerer hier mit einem Rohrsystem verbinde und somit eine automatische Bewässerung generieren kann. Indem ich zum Beispiel hier unten den Bewässerer hinbaue, der dann mit einem Rohr hier oben verbunden wird und dann sprüht er immer automatisch. Das kann ich dann auf der Seite auch machen, dass die hier immer automatisch besprüht werden und ich dann jede Menge alles quasi automatisieren kann. So, jetzt esse ich mal kurz eine Kleinigkeit, bevor ich hier verhungere. So, und dann laden wir mal den Rest noch voll aus. Moment, das kann man eigentlich direkt hier den Biokraftstoff hier reinschmeißen. Und dann können wir die Pläne hier reinschmeißen und das ganze Ding leeren. Haihappen. Moment, Haihappen habe ich schon, oder? Lachs, Entsafter, Steak mit Marmelade, Sushi, Deluxe, Barbecue, deftiger Einkopf. Nein? Gibt es mir bitte wieder. Haihappen, sehr schön. Gut, jetzt sind wir schon wieder bei 28 Minuten. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Hier meine Gruschtelkiste, kommt erstmal das rein, das rein, das rein. Dann gönnen wir uns noch kurz das Nichts hier. Schrott, Kartoffel kann bestimmt hier raus. Nein, ist voll. Was? Dann nehme ich die Kartoffel einfach mal hier ab. So, dann haben wir noch den Schrott raus. So, Plastik noch. So, gut, den muss ich jetzt eigentlich nicht mehr anziehen. Ich tue es trotzdem. Okay, gut. Das war's. Dann geht es jetzt hier an Bord. Wenn wir das in der Folge auch noch unterkriegen. Mal nach oben.
weiter nach oben und noch weiter nach oben, nein. So, dann hier einmal nach unten. Letztes Mal waren hier keine Tiere. So, noch eine Kiste. My name is James Tully. This is my final message. Tangaroa City was built on a purely theoretical basis, using engines that had barely been tested, held together by the sweat and tears of our crew. But we were never sustainable. I should have accepted that months ago. When the rafters arrived, I could have let them starve with us. But I didn't. The only right choice was to abandon Tangaroa to the waves. Now I will stay here, trapped in the cockpit, with two dozen idiots who used to run the world. Don't worry. We'll pay for our sins before the end. Aha, er war hier mit einmal mit hochrangigen Leuten. Keiner von denen ist mehr hier. Hier sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Oh, das Ding wurde in Luft gesprengt und ist hier im Meer gelandet. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Oh, noch ein Bauplan. Wassertank. Sehr schön. Jetzt ist es wirklich automatisiert. So. Varuna. Aha. Oh, ein neuer Charakter. Oh, you there. Get me out of this thing. Oh, thanks. Next time I would appreciate a heads up before launching. I tried to leave when the first shots were fired. Tangaroa was doomed from the start. If you get me a ride out of here, I can offer you entrepreneurial consulting. Plus, I did some sailing in my youth, won a few championships. I'll be useful. Wonderful. You can count on me. So, neuer Spielercharakter, Elaine. Alles klar, Elaine. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich werde dich vermutlich nicht spielen. So, hier gibt es, glaube ich, tatsächlich nichts weiteres zu finden, weil das ist ja die Tür zum Aufzug, wenn das Ding noch angedockt wäre. Also wir haben jetzt den Bauplan für den Wassertank gefunden. Wir wissen jetzt, wo es als nächstes hingeht. Varuna Point. 9724. Damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Ich werde mich jetzt hier noch wieder zurück auf mein Boot begeben. Einmal hier oben aufs Dach, da war ich übrigens noch nie. Kann das ja immer noch nicht zumachen. Dummerweise. Aber irgendwie muss ich dann doch irgendwann mal fertig bauen, weil hier soll eigentlich noch ein Geländer hinkommen. Gut, dann lernen wir noch kurz zusammen den Wassertank. So, Wassertank lernen. Dann schauen wir mal, was das Ganze kosten würde. Es ist wahrscheinlich schweineteuer und kostet einen Haufen Titan. So, der Tank kostet 3 Titanbarren. Die Wasserrohre, die gehen nur auf Schrott. Das ist nicht so schlimm. Oh, ich hab Hunger. Habe ich denn was gefunden, was mir dabei Abhilfe schaffen kann? Nein. Also gut. Dann schleppen wir uns mit allerletzter Kraft hinein und gönnen uns Was ist denn das? Keine Ahnung. So. Genau. Wir wollten noch schauen, was es kostet. Also 3 Titanbarren brauchen wir hierfür. Für die Rohre brauchen wir nur Schrott. Der große Lagerraum kostet 4 Titanbarren. Bin gespannt, wie viel reinpasst. Sieht natürlich auch ein bisschen hübscher aus, so ein Schrank. Die großen Sammelnetze haben wir das letzte Mal schon gehabt. So, und jetzt haben wir... Moment... Tankhammer, der automatische Reiniger. Der automatische Reiniger. Ist der hier dabei? Nein, hier. Nein, ist der hier oben dabei? Ja. Elektrischer Reiniger. An ein Wasserrohr angeschlossen. 4 Titan. Bedeutet, ich brauche 7 Titanbarren, um das Ganze aufzustellen. Und jetzt schauen wir noch gemeinsam rein, wie viel davon ich tatsächlich habe. Und dann... Machen wir Schluss mit der Folge. Ich habe 4.
Nice, den Reiniger kann ich bauen. Aber den Tank dazu nicht. Schade drum. Haben wir noch kurz aus. Ja, okay. Dann Tangaroa beendet. Gefolgt. 2 Stunden. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dachte, ich komme ein bisschen schneller durch. Aber jetzt geht's weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich direkt drauf zufahre. Ich glaube eher nicht. Ich lasse mich jetzt mal ein bisschen treiben. Wo wir nach Varuna Point fahren. Das mache ich auch ein bisschen offscreen. Da nehme ich euch jetzt nicht unbedingt mit. Ist jetzt nicht notwendig. Denn ich will einfach ein bisschen Titan noch sammeln. Fällt mir ein, was ich komplett vernachlässigt habe und was wahrscheinlich auch total bescheuert war. Ich habe den hier mitgenommen. Eventuell gab es auf Tangaroa irgendwo noch Titan. Naja, jetzt ist es zu spät. Egal. Kann man den hier noch reinschmeißen? Nee, das wäre Verschwendung. Kann man nicht. Okay, ja gut, dann sind wir am Ende. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten. Ich habe jetzt noch ein bisschen viel gelabert zum Schluss. Ich hänge hier gerade fest. Das muss ich auch mal aufsammeln. Aber okay, dann sage ich Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es für mich in unbekannte Filde. Ich freue mich schon. Ich freue mich echt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denn ab sofort kann ich nichts mehr spoilern. Ihr könnt mir beim Versagen zuschauen. Oder beim heldenhaften Schaffen der unmöglichsten Aufgaben. So, in diesem Sinne jetzt, bevor ich hier nochmal 3 Minuten totlabere. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, gute Zeit, ciao.